Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus, und ja, wir müssen uns was zu essen finden und das Boot da vorne fertig kriegen, damit wir dort auch mehrere Dinger für Holzlager bauen können. So, wo haben wir hier? Hier Lagerung. Baumstammlager, dass wir sowas hier machen können. Auf dem Ding. Hier gibt es noch andere Arten von Lagern, so Felllager und so weiter. Aber wir wollen auf dem ha Boot, die hier haben, so ein paar Stück, damit wir immer wieder von der Insel hier rüber gehen können und hier alles nach und nach aufbauen, damit wir hier die Festung haben können. Und mein Bett da, meine Dings, kann ich erst machen, aufbauen, bevor ich das Ding da fertig habe. Und das wird erstmal dauern, bis ich das Boot hier fertig habe. Ja, aber es scheint der Typ, ja, hat der Typ aber eine Kralle, aber wir waren in der letzten Folge gegen Ende hin hier von dem Typen da gejagt worden. Oh, ein Löwe. Essen. Und Feder. Die Trophäen brauchen wir erstmal noch nicht. Hier können wir irgendwann später mal machen. Ich habe überlegt, wirklich da so eine Art riesen Palast zu bauen oder sowas. Eine richtige Festung. So, die Insel mit der Insel. Vielleicht irgendwann reiße ich den Steg ab und baue dann irgendwie so eine, keine Ahnung, so einen Weg, das auch hier rüber führt und so. Und das dann halt nur eine einzige Möglichkeit gibt, hier auf die Insel zu kommen und wieder zurück. Aber dass wir auch notfalls, sollten wir überrannt werden, extrem überrannt werden, dass wir notfalls auch hier ein Rettungsboot oder sowas haben. Haben wir nochmal links hier und so. Aber wir müssen zuallererst jetzt das Boot da fertig haben. Das Floß. Denn meine komplette Existenz da hängt nur von dem Boot da ab. Boah. Das wird eine Mordsaufgabe. So. Vor allem, wir brauchen noch hier 37. Das wird ein Spaß. Aber wir haben da wie immer noch was zu essen bekommen. Hier. Ja. Essen. Oh, haben wir nicht mehr. Kleines Fleisch können wir nicht mehr so viel, aber wir können hier eben nochmal machen. Und kann ich jetzt Fleisch mit drauflegen? Ne. Nur Blätter erstmal. Ja. Oh, Geld kann ich auch reinschmeißen. Aber dann kann ich das Fleisch hier eben noch nehmen. Nein. So. Ja. Dann haben wir jetzt erstmal wieder was zu essen. Mehr Fleisch können wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Aber wir brauchen noch mehr Holz. Das ist das Wichtigste. Sobald wir Holz haben, können wir alles andere machen. Und um alles andere kümmern.
Ja, komm. Keine Ausdauer mehr. Ja, und komm in diese Richtung, ja. Ja, wäre ich der Lemur, hätte ich mich jetzt. Lemur, sage ich jetzt, der Lurch. Hätte ich mich jetzt auch erschrocken. So. So, aber es wird auch langsam Zeit, dass mal regnet. Ich will da hinten noch mal Wasser haben. Und den essen wir auch noch mal ein. Ja. Oh. Ja, okay. Man darf nicht zu viel von den Dingern da. Haben wir hier Batterien? Können wir daraus machen? Aufgeladen Taschenlampe. Ah. Den Dingern? Nee. Kombinieren. War hier nochmal Möglichkeit? Ah, warte mal. Kombinieren. Was haben wir jetzt hier? Ah, wir haben jetzt eine Fackel. Oder? Nee. Aber da haben wir das. Nee. Das hier. So, brennende Waffe. Nee. Aber hier haben wir ein Harz. Okay, wenn wir das jetzt hier nehmen. Brände, ja. Wenn wir hier keinen Fackel drauf machen, was haben wir hier? Ah, das noch frisch. Wenn wir keine Waffe drauf machen, okay. Aber das hier mit dem. So. Ah. Hier sind noch Zähne, okay. Aber ich würde gerne den hier wieder ausrüsten. Und weiter Holz sammeln. Warte mal, gab es hier nicht irgendwie was zum Baumstammschlitten? Benötigt 21 Holz. Damit könnten wir doch, oder warte mal. Ich sagen, den bauen wir da hinten auf. Können wir das ganze Holz sammeln, da drauf packen und dann rüberschütten. Hier vorne zum Beispiel ist auch noch ein Baumstamm. Nice. Nehme auch eben noch mal einen Schluck von meiner Cola.
Aber es ist auch schön, dass aus dem Boot da endlich auch ein bisschen was wird. Das ist ja, ein Monsterprojekt. So. Ich glaube, die Hälfte haben wir schon ungefähr. Noch nicht ganz. So. Ja. Wird noch ein bisschen dauern. Aber als erstes, glaube ich, machen wir doch diesen Teil da zum Schieben. Wir haben hier aber auch lange keine hier Totems mehr aufgestellt, ist mir gerade aufgefallen. Ne, da schon wieder einer. Komm, wir bauen den hier hin. Und sammeln dann langsam Stöcker. Eins, zwei, drei. Und sechs. Sieben, acht. 9 und 10. 11. 11 können wir nicht. Da müssen doch gleich noch ein paar Stöcker sein. Hier 1, 2. Steinchen. Oh, dieses Knirschen dazu. Überall da irgendwie zu hören ist. Macht mich echt nervös. Da kann man wieder Stöcker holen. So. Haben wir es jetzt. Bei den schon mal. Fertig. Jo. Ah, so machen wir das. Okay. Den da hatten wir sogar letztens schon angefangen. So. Komm, fall um. So. Okay. Ja, komm, nicht wegglitschen, hier geblieben. Aber so interessant, dass der hier pink markiert ist. Kann ich da die Farbe irgendwie ändern? Nö. Oder zumindest ist mir das nicht bewusst, wie man das machen kann. Noch irgendwo ein Stock? Stock sage ich nicht. Baumstamm? Scheint nicht. So, aber würde ich sagen, können wir mal schieben. Was ich mir aber auch überlegt habe, ist, dass ich das, die Zerstörung der Gebäude vielleicht doch ausschalte. No, also aktuell ist es noch an, dass es zerstörbar ist alles. Aber wenn man jetzt irgendwie ein Missgeschick gemacht hat, so irgendwo da einen Außenposten und dann fällt man da am Baum
Und das fällt dann auf die Gebäude und so weiter, ist das ja dann auch hin. Und das wäre auch ein bisschen doof dann fürs Let's Play. So, wie steige ich dann wieder ab? Ah, so. Viel, viel besser so. So. Dann können wir den wieder rüberfahren. Und noch mehr Holz sammeln. Und die wieder. Nicht, dass die mich jetzt hier attackieren. Sollen weg. Weggehen, habe ich gesagt. Ja. Komm her. Komm her, Arschloch. Komm. Ja, haben wir einfach mal zwei Stück ausgeschaltet. Oh, schnell ins Wasser eben. Ja, ich will keine Infektion. Das wäre jetzt so scheiße. Ja. Bin ich jetzt sauber? Ja. Jetzt bin ich sauber. Ja, ich würde auch sagen, eben schnell was essen. Machen wir eben Feuer. Und legen nur einen drauf. Warten wir eben ab. Essen fertig, langsam. Hab Hunger. Jo. Können wir hier auch noch drauf und weiter geht's. Noch ein bisschen Holz sammeln. Spawnen die Bäume eigentlich auch wieder nach? Wisst ihr das? Ich weiß das gar nicht mehr. Wäre schön zu wissen, wenn die auch wieder nachspawnen und so, dass man die nicht irgendwann hier alles weggerodet hat und man sich dann denkt, so, was macht man jetzt? Boah, Nickel, erschreckt mich nicht. Scheiß. Ja. Ich würde sagen, hier reicht das erstmal. Wenn wir den hier schon mal fällen. Ja. Komm. Mal um. Und den nächsten. Das brauchen wir auch noch. Oh, den habe ich kaputt gemacht. Komm. Und in diese Richtung kommen. Den.
Ist hier. Wie viel Platz hat das Ding eigentlich überhaupt? Wie viele Bäume kann ich da, oder Baumstämme, drauflagern? Hast du die zwei noch mit drauf? Wäre gut zu wissen. Die ich auch planen kann. Die müssten. Ah, die passen auch noch. Ja, okay. Zwei Bäume kann ich am Stück. Jo, mit dem Karren kann ich auch rennen. Nice. Oh, aber das wird so viel einfacher, sobald ich. Mit dem Ding. Wird so einiges einfacher sein. So. Und so. Und so. Da ist nicht mehr viel, was uns fehlt. Und so. Drauf kann ich aber noch nicht, ne? Ne. Schade. Wie viel fehlt uns jetzt genau? 38 von 57. Ja, ein paar Bäume müssen das noch werden. Durst. Und müssen los. Kann man hier auch sowas wie Zugbrücken oder sowas machen? Wäre auch gut zu wissen. Oh, jetzt ist aber dunkel. Gefällt mir gar nicht. Aber wir brauchen halt das Holz. Wir brauchen die Baumstämme. Wir brauchen die Baumstämme. Wir werden jetzt nicht mitten in der Nacht attackiert. Komm. Komm. Ja. Diesen Weg. Und den dann nehmen wir. Warum gehe ich jetzt auseinander? Ich habe Angst. Komm, 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 komm. So, und so. Was passiert eigentlich, wenn hier die Müdigkeit da zu groß ist? Kippen wir da um? Sind wir tot oder was passiert dann? Da haben wir noch ein paar Baumstämme.
Ja, rollt nicht weg. Euch brauche ich noch. Müdigkeit kickt von übelst da unten. Niedrige Energie, isst etwas oder ruh dich etwas aus? Wie ruht man sich ansonsten noch aus hier? Brauche ich irgendwie eine Bank oder sowas? Ein Bett? Würde ich auch gerne wissen. Bleibt weg von mir, ja? Weg geblieben. Hey, hau drauf! Ach, nö. Nee. Nee, 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 nee. Dann hab ich noch erwischt. Scheiße. Ja, ich bin schon auf dem Weg zur Insel. Ja. Ich glaube nicht, dass wir diese Nacht überleben werden. Wir sind schon fast übermüdet. Uns ist kalt. Wir sind nass. Sind am Hungern. Ja, komm. So. Ja, komm. Man muss sich doch was zu essen drauf geben können, oder? Ah, so. So, das Essen muss jetzt auch jeden Moment fertig werden. Ja. Bin immer noch hungrig, okay. Wird das schneller dadurch im Essen? Mein Essen da nicht sehen im Feuer. Ach, da ist es. Ja. Wäre aber cool, wenn ich jetzt hier irgendwie mich ausruhen könnte. Habe ich hier noch irgendwo Medizin? Hier. Ja, Leben geht jetzt ein bisschen hoch. Immerhin. So, dann würde ich auch sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin euer Maxeus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.